Hallo, neuer Tag, neuer Chianti, Castello dei Rampola, sehr berühmtes Chianti-Weingut, auch biologisch angebaut, Jahrgang 2009, Chianti Classico, war jetzt der teuerste von denen, ist so um die 15 Euro. Wenn man reinriecht, der ist einfach noch zu jung. Normalerweise sagt man immer Chianti nicht länger als 5 Jahre, der normale. Aber der verträgt mehr Zeit. Hat Veilchenaroma, sehr stark. Auch im Geschmack kommen die Veilchen durch, Rosen. Ist auch etwas Besonderes, weil neben Sangiovese ist auch Cabernet Sauvignon und Merlot drin. Also, toller Wein, würde ich jetzt eher auf die 40 zugehend einstufen. Sagen wir so, bei 38. Bis zum nächsten Chianti. Ja, hallo, heute mal wieder ein Chianti Classico. Serlapo Chianti Classico Reserva vom Weingut Marseille ist benannt nach einem Urahn des Weingutes, der anscheinend das erste Mal die Bezeichnung Chianti benutzt hat. Reserva ist also ein bisschen stärker als der normale Chianti. Kommt auch wesentlich kräftiger im Glas. Kirsche, bisschen Rosen, etwas Veilchen, kleines bisschen Vanille, eigentlich sehr interessant. Auch so eine Pfeffernote im Abgang, schon einer der besseren bisher. Ich würde ihn auch irgendwo so bei 35, 36 Punkten einordnen. Kostet, glaube ich, 14 Euro. Und kann man empfehlen. Ist jetzt 2009er. Der kann also ruhig noch liegen. Wird bestimmt noch besser. Schöner Wein. Sehr gut. Bis zum nächsten. Alles Gute. Hallo, letzter Wein der Toskana-Reise. Grill ist schon vorbereitet für den Fisch. Ist jetzt kein Chianti, nennt sich Le Difese. Kommt vom Weingut Tenuta San Guido. Sagt bestimmt jeden etwas aus Bolgheri. Bolgheri, da kommt auch Sassicaia her. Das wollen wir mal sehen. Ist eine Cuvée aus internationalen Rebsorten. Cabernet Sauvignon, Merlot, bla bla bla. Ganz anders als Chianti, aber schon etwas leichter. Bei den Rebsorten habe ich mir eigentlich ein bisschen was Schwereres gedacht. Kommt aus dem Barrique, kostet um die 14 Euro in Italien. Ich weiß nicht, wie viel er in Deutschland oder Österreich kostet. Kräuternote ist sehr stark da. Schöner italienischer Wein. Etwas kirschig, wie fast alle. Würde ich jetzt auch irgendwo so bei 35 Werner-Punkten einordnen. Aufgrund des Preises. Also es gibt bestimmt für 10 Euro Weine, die mindestens genauso gut sind. Aber schönes Weinchen. Alles Gute aus der Toskana. Der Grill ruft.